hat er seine Perspektive geändert. Wann konnte Wittgenstein die Gemeinsamkeiten sehen? Das war's. Seine Wahrnehmung hat sich während der paar Stunden zwischen Dover und Calais geändert. Eine Veränderung kann nur in einem bestimmten Zeitraum beobachtet werden. Ich muss nach Hause, um das aufzuschreiben. Und Errungenschaft Locus Observandi. Okay, zurückgebrachte Bücher. Ich werde sie schnell wegräumen. Genau. Dann regt sich auch niemand mehr auf. Eine halbe Stunde später. Und wir gehen. Und jetzt war nach Hause. Zum Aufschreiben. Und ob uns Nicole wieder besuchen kommt? Entschuldigen Sie bitte. Ich suche nach der Adresse Salvatorgasse 21. Errungenschaft freigeschaltet, Dame. Bin ich richtig? Ja, das sind Sie. Das ist das Haus gleich hier. Kennt's wen, der da wohnt? Ja, meine Nichte Nicole. Oh, wie hieß der denn aus der ersten Episode, der uns angerufen hatte? Das ist der. Ich habe sie schon ein paar Mal besucht, aber ich verirre mich immer in der Stadt. Ah, ich kenne sie. Sie ist meine Nachbarin von über mir. Erzählen Sie, wie geht es ihr? Ist sie glücklich? Sind Sie ihr Onkel? Ehrlich gesagt, nein. Meine Schwester und ihr Mann, sie reisen. Kümmern Sie sich um meine Nicole? Ich habe ihre Eltern noch nie gesehen. Propana, das habe ich befürchtet. Ich muss sie sehen. Vielleicht kann ich was machen. Ich danke Ihnen. Natürlich, gehen wir. So. Tafel. Aufschreiben. Wittgensteins Überlegungen änderten sich. Er beobachtete die Veränderung in einem gegebenen Zeitraum. Eine Veränderung kann nur in einem gegebenen Zeitraum beobachtet werden. Natürlich. Ich kann das fallende Blatt nur sehen, während es fällt. Zeit, den Radius zu beeindrucken. Na, dann gehen wir mal ins Kaffeehaus. Guten Tag. Lauf, lauf, lauf. Und ab zum Radius. Die Euler-Methode geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Blödsinn! Sie haben schon wieder einen Fehler gemacht. Sie. Schon wieder ist niemand in der Lage, das Problem zu lösen? Ah, Shell! Wieso probieren Sie nicht Ihr Glück mit dem Problem dieser Woche? Jede Woche macht Zahler es schwerer. Aber natürlich! Also? Machen's schon! Tafel. Wir versuchen, eine Beziehung zwischen Primzahlen zu finden. Zahlentheorie. Keine meiner Stärken. Vielleicht der Abstand zwischen zwei Primzahlen? Dazu fällt mir nichts ein. Vielleicht die Ecken, die keine Primzahlen sind? Vielleicht doch nicht.
Das könnte was sein. Manchmal erscheinen diese Linien, wenn ich die Primzahlen verbinde. Fast als ob diese Nummern in einem Muster auftreten würden. Ich glaube, das tun sie tatsächlich. Jetzt hat das. Wenn ich das weiterdenke, ist das eine neue Methode zur Berechnung von Primzahlen? Schlüssig. Sehen's, meine Herren, unser Gast aus Berlin triumphiert erneut. Das Glück der Deutschen ist auf seiner Seite. Blödsinn, er ist einfach gut. Das sieht man doch. In der Tat. Äußerst bemerkenswert. Meine Herren, es ist Ihre Gegenwart, die mich derart aufblühen lässt. Versucht er jetzt, uns lächerlich zu machen? Nein, Sie missverstehen. Hat er doch schon. Sie haben es nur nicht bemerkt. Ich versichere Ihnen. Ein Brief aus dem Spital, der Herr. Meine Herren, entschuldigen Sie mich. Herr Schell, würden Sie mich nach draußen begleiten? Auf ein Stückerl Sachertorte und eine Melange? Sie sind natürlich eingeladen. Gerne. Ja, dann geh doch auch hinterher, bitte. Auf ein Stückerl Sachertorte. Veränderungen sind überall, wohin man auch schaut. Ich muss mich ihnen nur öffnen. Ach, gucke mal. Wer da ist, er zeichnet etwas. Ich will ihn nicht stören. Zunenner setzen. Was war das gerade vorhin? Im Radius? Zahlers Schwester ist unheilbar krank. Tuberkulose. Tut mir leid, das zu hören. Mein Vater ist auch an der Krankheit verstorben. Mein Beileid. Danke. Mein Vater hat mich immer ermutigt, hat an mich geglaubt. Nur wegen ihm wurde ich Mathematiker. Ich bin froh, dass er das getan hat. Wegen ihm durfte ich dich treffen. Deine Theorie zu Veränderung begeistert mich. Zustände der Veränderung und der Zerfall solcher Zustände. Ich gebe zu, ich habe so meine Probleme damit. Ich habe wohl den Mund zu voll genommen. Das glaube ich nicht. Warte nur, bis wir unseren Kuchen bekommen. Dann zeige ich dir, wie das aussieht. Wenn man den Mund zu voll nimmt. Mumpf, 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 mumpf. Aber wenn du wirklich so denkst, mumpf, 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 sollte ich wohl erwähnen, dass das auch Zahlers Feld ist. Mumpf, mumpf, mumpf. Aber er ist zu stolz, jemandem zu helfen. Mumpf, 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 mumpf. Von dem ich glaube, dass er ihn schon langsam als Gegner betrachtet. Du solltest es mit Eilrich probieren. Er arbeitet an ähnlichen Themen. Jedes Mal, wenn ich mit ihm sprechen will, schläft er tief und fest. Ja, er genießt seine Nachmittagsschläfchen. Schwer, so eine Mauer zu durchbrechen. Würdest du dir meine Gleichung ansehen? Ich schätze deine Meinung sehr, wenn du das willst. Aber ich versichere dir, es liegt außerhalb meiner Expertise. Danke, Nenner. Du bist ein guter Freund. Und da kommt er. Die Herren, entschuldigen Sie die Störung. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Franz Markert. Der Künstler? Mein Herr, es ist uns eine Ehre. Ich habe Ihr letztes Bild gesehen. Das vom Leutnant? Hinreißend. Was können wir für Sie tun? Es ist Ihr Freund hier. Herr Schell. Emil Schell. Sie müssen mir verzeihen. Aber ich habe Sie von der anderen Seite des Raumes ausstudiert. Oh, die Facetten von Ihnen sind irgendwie gegensätzlich. Facetten? Gegensätzlich? Nicht im Kampf miteinander, mehr eine Dualität. Veränderung. Zuerst dachte ich eine Sache, aber später sah ich eine weitere im Konflikt mit dieser.
Veränderung, sagen Sie? Ich muss sie malen. Ich wäre geehrt. Ausgezeichnet. Sie bieten mir eine Herausforderung, vor der ich noch nie stand. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde sie einfangen. Mein Atelier ist in der Hollandstraße Nummer 10. Bitte kommen Sie, sobald es Ihnen möglich ist. Meine Herren, bitte setzen Sie Ihr Mittagessen fort. Sachertorte zum Mittag. Was gibt's Besseres? Zu Beginn unserer Konversation dachte er noch etwas anderes als am Ende. Ich muss los. Geh nur. Ich werde mir noch ein Stück Sachertorte genehmigen. Ich muss nach Hause, um das aufzuschreiben. Ja, dann machen wir das doch mal. Veränderung passiert also immer über die Zeit. So weit waren wir doch schon. So ist das viel zu heiß hier. So, aufschreiben. Tafel. Der Maler? Erst hat er gedacht, er wird etwas Bestimmtes in mir sehen. Doch am Ende unserer kurzen Konversation hatte sich sein Bild von mir geändert. Ja, jede Veränderung hat einen Ursprungs- und einen Endzustand. Erst hängt das Blatt noch am Ast, doch einen Augenblick später verharrt es auf der Erde. Endlich! Ich kann diese Beziehung in meine Theorie einarbeiten. Ja. Der Beweis nimmt Gestalt an. Da bin ich mir sicher. So. Jetzt werde ich mich mit dem Maler treffen. Aber nicht so. Schon besser. Ich freue mich gerade irgendwie. Später im Atelier des Künstlers. Das sieht ein bisschen aus, als wäre es Slenderman. Errungenschaft freigeschaltet, wandelnd. Sie sehen mir zu viel. Sie sehen mir viel zu viel, mein Herr. Rums. Okay. Ein paar Stunden später. Puh. Das lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und einen Tag später, nee, Tage später. Okay. Wir gehen mal wieder in die Bibliothek und wir sind noch Emil. Hofburg. Wir gehen mal zur Hofburg. Oh, ich sehe da hinten ein paar Lipizzaner. Volksgarten? Hat sich da vielleicht was verändert? Der Volksgarten. Sieht immer noch gleich aus. Wir werden mal kurz zu Emma. Hofburg. Mal gucken, wie dann die Reaktion ist. Der Kaiser ist gerade hier. Ich darf nicht näher ran. Aha. Als Mann darf sie also näher ran als Frau, ja? Ist ja interessant. Beziehungsweise muss sie sich halt als Frau andere Sorgen machen als Mann. Als. Noch ein paar Als, die ihr einfügen könnt. In die Sätze. Falls euch das noch nicht zu viel ist. Guten Tag, Hugo. Wie geht's Ihnen heute? Guten Tag, Herr Schell. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich gefragt... Schell? Was für eine Überraschung. Oha. Grüß Sie, Eilrich. Ich bin doch hergekommen, um mir fürs nächste Problem der Woche einen Vorteil zu verschaffen. Aber sogar hier sind's mir voraus.
Die schlafen doch immer. Ich wusste nicht, dass ihnen das wichtig ist. Natürlich ist mir das wichtig. Im einen Moment döse ich ein, träume von der Lösung des Problems, im nächsten Moment wache ich auf, das Problem gelöst und sie selbstgefällig daneben. Wie machen sie es? Nun, die Veränderung findet während ihres Schlafes statt. Ohne Beobachtung unter geschlossenen Lidern. Muss die Veränderung spontan aussehen. Also, ja, aber... Sie haben recht. Wäre ich wach gewesen, während Sie das Problem lösten, hätte ich die Veränderung selbst mitbekommen. Genau. Das muss ich mir noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Ich sehe Sie dann später am Radius, nicht? Bitte, seien Sie das nächste Mal ein bisschen leiser. Okay. Ich meine, der Tisch des Bibliothekars. Entschuldigen Sie? Ah, Herr Schell. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Haben Sie was über? Robert Koch. Lassen Sie mich nachschauen. Ah ja, wir hätten ein Exemplar der Aetiologie der Tuberkulose. Darin ist ein kurzer Artikel von diesem Robert Koch. Danke, ich werde es mal kurz durchsehen. Natürlich. Robert Koch ist ein Arzt und Mikrobiologe. Oh, er hat den Nobelpreis für Medizin bekommen. Für seine bahnbrechende Forschung im Bereich der Tuberkulose. Zahler will wohl wegen seiner kranken Schwester einen Kontakt zu Koch herstellen. Errungenschaft freigeschaltet medizinisches Wissen. Sonst etwas? Haben Sie das Buch? Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, nein, 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 nein. Haben Sie was über Karl-Weyer-Strass? Lassen Sie mich nachschauen. Ich habe mehrere Bücher von ihm. Das populärste, das wir hier haben, ist Theorie der Abel-Funktionen. Wovon handelt es? Na, ich bin zwar kein Experte der Mathematik, aber es geht darin wohl um eine bestimmte Art analytischer Funktionen. Interessant. Vielleicht gleiche ich es mir ein anderes Mal aus. Freilich. Wird da irgendwo eine seiner Studentinnen genannt? Eine Studentin? Das bezweifle ich doch. Doch, erstaunlicherweise. Eine Sofia Kowalewskaja. Sonst etwas? Haben Sie was über? Eine gewisse Sofia Kowalewskaja? Lassen Sie mich nachschauen. Ich habe hier einen gar nicht so alten Zeitungsartikel über Sie gefunden. Bitte, schauen Sie selber. Oh, eine Todesanzeige. Sofia Kowalewskaja. 41 Jahre alt. Erster weiblicher Professor der Mathematik. Geliebte Mutter und Schwester. Verstarb Dienstagmorgen nach kurzer Krankheit. Erster weiblicher Professor der Mathematik? Sonst etwas? Haben Sie was über... Nein. Ja, wir gehen dann mal wieder. Mal schauen, ob sich im Radius etwas getan hat. Ist ja... Meine Theorie ist festgefahren. Vielleicht kann ich sie mit dem Kollegen im Radius diskutieren. Genau, und Gott sei Dank ist das ja nicht weit. Guten Tag. Tür zum Radius. Die treten wir jetzt mal ein. So richtig männlich. Pi vielleicht? Ah, Shell! Zala ist wieder im Spital. Seine arme Schwester. Hust! Alles in Ordnung? Machen Sie ihm keine Sorgen. Das waren nur die Zigarren. Errungenschaft freigeschaltet. Und Omega. Shell? Emil, verzeih. Deine Theorie.